Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 6. Ja, im letzten Part haben wir die Schlacht von Jangban gemacht, so schnell wie möglich. Weil ich zweimal vorher gefailt habe, aber das habt ihr natürlich nicht gesehen, also existiert das auch nicht. Wer das lesen will, drückt bitte wieder auf Pause. My lord, that's too much responsibility, isn't it? Oh? So you thought that being my personal bodyguard was going to be nothing more than an easy job? Oh, no, that isn't the case at all, my lord. I know that you have always placed my safety first whenever you go into battle. Consider this. Defeat the enemy in battle before they reach me. By doing that, you are still protecting me. That is why I am giving you this order. Dian Wei, from now on you will learn how to command men. Okay. So, erstmal was getrunken. Sehr unprofessionell, ich weiß. Wir haben sogar einen ganz guten Startplatz. Hält sich verdächtig. Pang Tong, komm her. Vielleicht können wir den nämlich ausschalten. Scheiß aufs Pferd, ey. Brauchen wir jetzt eh nicht. Aber Pantong will ich zu gern mal ausschalten, ey. Weil der will nämlich unsere Schiffe anketten, damit sie für den Feuerangriff ausgeliefert sind. Natürlich war es in der Geschichte so, dass nämlich diese Schlacht sehr lange vorbereitet worden ist, wo man gemerkt hat, Cao Caos Männer besteht aus keinen guten Seefahrern, würde ich mal sagen. Und da hat Pang Tong eben halt gemeint, so Cao Cao, hey, wie wär's mit den Zusammenketten der Schiffe oder Boote? Hat natürlich funktioniert, die Seekrankheit war dann praktisch gesehen weg. Und ja, war natürlich dann aber den Feuer ausgeliefert. Was die nämlich da vorab vorbereitet haben. Zu Guan. Digga, das ist unfair. Ach, noch einer. Komm her. You are as good as they say. I'll have to work a bit harder to keep up. Na komm, ich glaube, du wirst jetzt eh feindlich. Komm, mach was. Oder läufst halt weiter. Meine Fresse, ey. Mann, jetzt wär nicht ab hier. Ich hab auch noch was zu erledigen. Pantong ist schnell, ey. Ja,
Also. Sollte jetzt eigentlich auch nicht mehr lange dauern, bis er sein wahres Gesicht zeigt. Obwohl man sein Gesicht niemals sieht. Das ist ein Mysterium, je und wie eh und je. Ich weiß auch nicht, ob der in der damals auch wirklich maskiert rumgelatscht ist. Schon wieder weiter vor, ey, anstatt zu kämpfen. Kann auch sein, dass der zu Huan Gai will. Aber wer ist das da oben? Ah, okay. Stop and face me if you dare. Get ready. Now, there's only one other thing for you to do. Lift off. Can anyone stop me? Punk Tong, komm her, jetzt kriegst du Klatsche. Ich glaube, der Plan kann auch selbst jetzt nicht mehr fortgeführt werden, glaube ich, wenn Joyu besiegt ist. Jedenfalls war das in den vorherigen Teilen, glaube ich, so. Aber ich glaube sogar, dass man auch nur Huan Gai besiegen muss, weil derjenige ist, der den Feuerangriff ausführt. Alter, jetzt hör mal auf hier. Warum hat jeder scheiß Charakter immer so eine Aura, ey? Und das ist halt das ganz große Problem, meiner Meinung nach, an diesem Spiel. Dass man halt keine Möglichkeit hat, irgendwelche Kombos zu machen, wie in den Vorgängern oder Nachfolgern. Du tust einfach nur auf der Fall X draufhämmern. Und machst eigentlich immer wieder das Gleiche. Und in den Vorgängern hattest du wenigstens noch die Möglichkeit, Kombos auszuführen, um vielleicht ein bisschen mehr Schaden zu machen. Also so hatte ich das jedenfalls im Gefühl, dass du mit Kombos halt mehr Schaden machst. Die Zeit nehmen wir uns aber, die ganzen Offiziere zu klatschen. Mach's auf, ey. Aber sollte Huan Gai besiegt sein, ist eh alles gelaufen für die. Okay, Han Dang hat er rausgeschickt. May this wind carry us to victory. My lord, a strange boat has been sighted on the south side of the river. It reeks of oil. Okay. Er hat unsere Schiffe angezündet. Okay. Ja, mag sein. Hätten wir auch nicht, selbst mit dem Pferd hätten wir es nicht verhindern können. Weil diese ewige Lauferei mit Pang Tong, ey. Ich meine, damals in Dynasty Warrior 4 war das. Da hatte man auch die Möglichkeit, Pang Tong praktisch gesehen zu entlarven. Man muss ihn halt nur die Position von ihm kennen und sobald man ihn gesehen hat, einfach gleich angreifen und ja, weg ist er. Sag mir ja nicht, du hast auch eine Aura, ey.
Hat auch eine Aura. Aber eine leichte. Hat jetzt nicht so eine krasse wie Pang Tong. Weil der hält jetzt auch nicht so krass viel aus irgendwie. Und hör auf, immer wegzurennen, ey. Wenn ich dich klatsche. Wo ist der hin jetzt schon wieder? Ey, läufst du Kreise oder wie? Bleib stehen, ey. Meine Fresse, ey, du Waschlappen. Ich weiß, du bist ein Stratege, hast mit Kämpfen nichts am Hut, aber wenn du schon mit Fächer rumläufst, kannst du mir ein bisschen Wind in die Haare machen. Oh. Dian Wei hat ja gar keine Haare. So, das ist erledigt. So, jetzt nur noch diese da Offiziere klatschen und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Ich weiß, da unten in der Basis ist auch noch einer. Mal sehen, ob wir uns unbedingt auch gleich kümmern. Niemand kann mich aufhalten. Okay, das waren alle. So holen wir uns nur noch den einen und dann Richtung Sung Quan. Ach, Zheng Liao, sei doch kein Waschlappen, komm, du hast das doch drauf. Wenn Wu Ganning hat, hat Wei Zheng Liao. Vorher habe ich auch die Aura nicht gesehen mit dem, ey. I am not yet ready to die. I will see you again. Can anyone stop me? Okay, sollen die Offiziere sich drum kümmern, diese Basis zu erobern? Bis jetzt, was ich von dem Mikro gehört habe, jetzt hier klangmäßig, wo ich mir jetzt die Aufnahmen alle nochmal angehört habe, bin ich relativ beeindruckt, muss ich sagen. Und ja, also ich finde auf jeden Fall dieses Mikro auf jeden Fall sehr super. Ich glaube, ich werde auch erst wieder ein Mikro kaufen, wenn jetzt wirklich Not an Mann ist, beziehungsweise wenn ich wirklich dann, ja, sage hier, ja, da muss jetzt mal wieder eine Steigerung her, aber bisher, selbst wenn ich dieses Mikro jetzt 10 Jahre benutze, und dann ist es eben halt so, ne, also die meisten YouTuber, da denke ich mir mal, die schwören eben halt auf dieses Mikrofon, ne, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, weil ich, ich sag mal so, die meisten YouTuber, die ich verfolge, sind jetzt auch nicht so krass groß. Aber selbst wenn man kein großer YouTuber ist, kann man sich dennoch, wenn man halt das nötige Geld hat oder sich zusammenspart und so, kann man sich auch hochwertiges Equipment eben halt kaufen, ne? Also ich würde dieses Mikrofon, was ich jetzt habe, hier das Rode Podcaster, auch als relativ hochwertig einordnen. Komm schon, ey. Wo ist er hin? So, endlich erledigt.
nothing for my abilities. Oh, sogar wieder zwei Level-Ups. Das ist sehr schön. Das nächste Level-Up wird auf jeden Fall hier die 20 Leben sein. Dann machen wir hier das erstmal fertig. Genau, dann ist das weg. Jetzt haben wir hier die Schaden an Gegenständen durch eigenen schnellen Angriff. Okay, das ist für die Basen, für die Tore ganz gut. Okay, das ist hier auch nochmal. Haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. How did it go, Lord Dian Wei? Well, I've never commanded men before, you see, and it's turning out to be kind of a lonely task. They talk behind your back. I can feel them all staring at me. And after all this, we still weren't able to take down Liu Bei and Sun Quan. Alas. Capturing Chi Bi would be a glorious ending to this chaos. How sad that it cannot be. Nonetheless, I gaze at your stalwart face, and it makes me feel that all may not be lost forever. Yes, I am taking this vow. I know how I'll spend the rest of my life. I swear that the final victory will belong to us. Okay, redet schon wie ein richtiger Anführer. Ja, da bedanke ich mich beim Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein und ciao!